So, wir haben ein kleines Update. Ich habe hier diesen Buschel gekauft. Der ist von der GoPro 6, 7 und 8. Habe ich unten ein bisschen ausgeschnitten, damit das mit dem Magnet passt. Ansonsten testen wir das Ding jetzt mal, weil diese Dinger hier halten überhaupt nicht. Sieht man hier. Einmal Regen geht das Ding ab, also hat keinen Sinn. Die waren ganz gut. Ja, also tontechnisch auf jeden Fall richtig was gebracht. Deswegen das Problem ist, genau, von DJI für die Action 3 gibt es halt nicht so ein Schaumstoffding. Deswegen ja, richtig. Gibt nur für die 1er DJI, Action 1. Ja. Ne, 2. 1. 1, genau. One, ja. Also testen wir mal diese Gerät hier von GoPro. Und dann gibt es noch mehr, das verraten wir euch aber gleich. So. So, es Wetter, guck mal, Junge, du hast gerade noch gesagt, scheiß Wetter, guck mal da oben. Guckt euch das an, blauer Himmel. Komm, warte, auf geht's. Hä? Ich dachte, der ist wieder aktiv. Oh, schlechte Info gekriegt hier. Sehe ich doch. Der war neu. Okay. Okay. War mal ein geiler Trail. Hä? Das ist komplett neu, ne? Uiuiui. Geil, Mann. Geil. Wahnsinn, was kacke waren die Holzinger da. Die Holzer, genau. Ja. Und was gut. Noch ein bisschen mit so ein paar Anlieger rein. Ganz geil. Ja, lenkt sich anders, ey, mit dem flachen Lenkwinkel jetzt. Das ist klar, denn. Ja, ich denke schon, ist aber anstrengender. Ja? Du musst schon ein bisschen mehr arbeiten. Ich habe das Ding heute mal komplett flach gemacht. Bin ja sonst immer in High gefahren. Und jetzt in Flach heute mal zum Testen. Für Finale. Finale kommt. Finale kommt, Junge. Das geht so schnell jetzt. Noch drei Monate.
Wir haben uns gestern ein paar schöne Sachen rausgesucht. Sachen, die wir noch nicht kennen. Ne, Marcel? Jawohl. Das wird geil. Hier wird ein bisschen gefummelt jetzt. Der Ralle ist ja dabei. Ich bin jetzt ein halbes Jahr so rumgefahren, jetzt habe ich gedacht, okay. Muss der Lenker jetzt mal gerade machen. Macht Sinn. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Auch ein schiefer Lenker. Mach mal den Helm richtig zu. Der ist zu. Ja, komm, zieh den mal hier vom Kinn. Kannst du rüberrutschen, nein, ne? Ja, sicher, sehe ich doch. Du Lava, komm, guck mal, Alter. Komm, ich mach mal. Ja, da muss er aber schon echt dran ziehen, ey. Ja, hier laufen wir auch hier rum. Schwein. Gibt's alles hier. Sag mal, dich interessiert das sowieso nicht, wenn einer im Dreck liegt. Junge. Also so ignorant wie du kann keiner sein. Das vorletzte Video, ich hab's genau beobachtet, Alter. Du fällst auf die Schnauze. Und zwei Minuten später rufst du, ey, jetzt warte mal, ja, du Penner! Ja, guck mal, die anderen Jungs, die sagen das genauso, ey. Du gehst über Leichen, wenn ich du gehe. Deinen Strava-Zeiten gehst. Strava-Zeiten? Ja, ja. Also, wenn ich im Auto sitze, kriege ich immer Screenshots. Wovon? Und dann Strava-Zeiten. Du kriegst gar nichts von mir. Warte, ich muss mal was trinken zwischendurch. Ja, ich auch. Über Leichen geht der. Über Leichen. Leute. Also Lenkwinkel ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Dann machst du gleich hinten Höhe auf High. Nein, ich fahre heute so. Okay. Muss man jetzt mal eine Tour dran gewöhnen. Platz da, du Lappen! Du musst pedalieren! Ich kann nicht zu überholen, Alter. Hallo! Mann! Ich muss Akku sparen. Oh, jetzt habe ich mir aber ein Gesicht gepeitscht vom Übelsten hier gerade. Was für ein Geräusch? Oh, Alter, wie hoch sind die Dinger geworden? Hallo? Oh! Jetzt hat Marcel mal ganz doll gelegen. Warte mal, wir fahren die neue. Wir fahren die neue. Ich will da unten gucken, ob die wieder freigemacht wurde. So lehm. Komm, lass mal. Er ist so lehm, Alter. Ich hab dich eingeholt. Obwohl du einen riesen Vorsprung hattest. Ja, ja, ja.
Boah! Was fährst du denn hier? Ja, ich glaube ja. Bam! Und rein hier. Haben sie es zerstört? Wildlos zerstört! Endlich mal wieder ein bisschen trocken. Out of control! Da war wieder ein Stein. Ja. Leute, das darf ich euch nicht vorenthalten hier. Guckt euch das an. Ich habe hier ein Buch gefunden, in der Dose da oben. Ist ein Buch. Hier. Dicke Titten, Weltfrieden. Was steht hier? Karma? Nee. Phasma? Keine Ahnung. Aus Menden. Ist die Welt nicht schön? So, hier geht's weiter. So viele. Erstmal dick einen durchziehen nach der Fahrt hier hoch. Geile Idee mit einem Buch. Chris und Lukas und Jan. Ein harter Kampf bis hierhin. Zweimal Kette gerissen. Wir vermissen die Bank. Rami Daniel. Bitte aufwachen. www.coronaausschuss.de. Hier ist wieder so ein Corona-Hasser. Der hatte wohl recht mit dem, was er sagt. Schreibt hier. So, das war's. Mehr will ich nicht zeigen. So, wenn ihr jetzt dran geblieben seid, seht ihr, was wir für euch haben. So. An alle Levo-Fahrer gilt das. Leute, guckt euch das schöne Ding an. Der ist hier eingepasst überall. Ist mega. Mega Ding. Aber der Clou ist, wir verraten noch nicht, von wem der ist, weil wir versuchen, ein kleines Sponsoring zu kriegen. Und das geht natürlich nicht, wenn wir schon den Namen verraten. Versteht ihr wohl? Aber kommt, guckt euch das an. Kommt. Ist mega. Da sieht werdet man ihr demnächst auf unserem Kanal erfahren. Ja. Deutschlandvertrieb. Deutschlandvertrieb Enduro-Vibes bei M&M. Aber ja, hier ohne ganze Schmucke da drin. Da sieht man es, genau, hier Schmocke, da Picobello sauber, er ist mega. Ja, also mein Hauptproblem ist eigentlich immer die Sattelstütze hier. Ne? Das, aber Sattelstütze sieht man? Ja, ist ein bisschen ist dran, ja, aber hier nicht überall. So guck mal hier, sag ich ja, hier, guck mal hier oben läuft er runter. Und mal da oben läuft er da runter und dann zieht sich da trotzdem der Dreck rein. Ja. Okay. Also guck mal hier, wie es bei Marcel aussieht, ja. Ohne Spritzschutz. Ja? Richtig. Also, ja, das bringt auf jeden Fall was, das Ding, definitiv. So, dann haben wir noch einen Punkt. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Helden.de. Wir haben jetzt unserem Kollegen Christian, können wir ja sagen, wie er heißt. Christian haben wir auch Helden.de vermittelt. Und der hat ein nagelneues Levo gehabt. Beziehungsweise hat ein nagelneues Levo. Zweite Ausfahrt. Ist ja, wenn ich mich jetzt vertue, kann auch die dritte. War aber zweite oder dritte Ausfahrt? Ja, war ich glaube zwei oder drei. Ja, ja, genau. Drei, sind wir maximal drei Ausfahrten, war die Felgen kaputt. Oder vorne? Vorne. Vorne war die Felge kaputt. Helden.de. Anstandslos bezahlt. Neues. Ist sogar ein Upgrade gewesen, kann man auch ehrlicherweise sagen. Ja, war eine verbesserte Felge. Ja. Muss, also wie gesagt, also wenn der Preis stimmt, also wie gesagt, Helden.de. Absolut 80% zu empfehlen. 80% unserer Leute, mit denen wir zusammenfahren, sind dort versichert und die haben alle bis jetzt mehr als durchaus positive, yep, Erfahrungen gemacht. Das ist absolute Wahrheit. Aber wirklich, also ich. Die absolute Wahrheit.
ich glaube jetzt keinen Scheiß. Also das ist, wie gesagt, ich habe schon so viele Sachen jetzt gehabt. Also ich zähle mal kurz auf, was ich schon alles kaputt gehabt habe. Ich habe Felge hinten kaputt gehabt. Ich habe das Schaltwerk. Carbonfelge, ne? Genau, Carbonfelge. Haben sie mir anstandslos ersetzt. Dann habe ich mein Schaltwerk, hier mein Axis-Schaltwerk. XX1. Habe ich schon, weiß ich nicht, seit 2019 habe ich das Schaltwerk. War jetzt langsam, kam das in die Jahre und waren die ganzen Dinger hier ausgeschlagen alles. So. Anstandslos 550 Euro bezahlt. Dann habe ich zweimal Steuersatz gehabt. Zweimal. Anstandslos bezahlt. Was habe ich noch gehabt? Ah ja, Magura-Bremse. Vorne diese Geber waren undicht. Anstandslos durfte ich mir eine neue Magura-Bremse für 300 Euro, weil das habe ich mir einfach bestellt. Bestellen sich, schicken uns die Rechnung, wir übernehmen das. Fertig. Also wie gesagt, das ist so unproblematisch, gibt es gar nicht. Relativ schnell abgewickelt. Also Wahnsinn. Alles innerhalb von 2-3 Tagen, ja. 4 Tagen ist das die Kohle auf dem Konto. Ne? Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, dass es irgendwie ausgenutzt wird oder Nein. so, ne? Weil wir reichen auch nur das ein, was halt wirklich kaputt ist, aber es ist unproblematisch. Ne? Definitiv. Und wenn du einen Partner suchst, der dich sorglos unterstützt, dann können wir helden.de ans Herz legen. Sofort. Definitiv, sofort. Ja. Ja, das war's. Jetzt freut euch auf die... Achso, ja, ich fahre ein flach. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon gehört habt, aber... Flach. Ja, flach. So wie ich, flach. Genau, halt schön zu. Hier. Low. Und flach. Also ist schon krass, also der Unterschied. Ich bin ja vorher high gefahren. 64 Grad. Ja, jetzt ist also das richtig, also springen ist richtig geil mit dem Ding. Christian hatte mir gestern auch eine WhatsApp geschickt, sagt, da hat er auch umgestellt auf flach, sagt, da ist eine Jumpline gefahren, sagt er sogar. Ja. Ist wirklich so, also es springt richtig geil, aber es ist träge. Man muss sich echt dran gewöhnen, ja? Also es ist wie so ein Segel jetzt. In High ist das wirklich spritzig. Aber stabil, spurtreu. Ja, stabil. Ich habe gerade zu Marcel gesagt, beim Bergauffahren, ich kann Lenker loslassen, das Ding fährt gerade aus. Ja. Ja. So, jetzt geht's weiter, macht's gut, bis gleich auf dem Trail. Ciao. Boah! Kann man schon mitnehmen, ne? Oh! Alles gut. Gut, ne? Thank you.
Fahr rechts, ne? Okay. Naja. Grüßchen. Der ist nicht so prickelnd. Der Sprung rum ist auch richtig kacke, aber das Holz. Da ist ja richtig so eine Stufe, so bam bam bam. So, komm rein. Ja. Aber gut geflogen, die Dinger, ey. Ja. Oh, heute fährst du mal vor. Ich bin platt. Oh. Und Marcel hat mich fertig gemacht. Warte, ich musste die ganze Zeit im Trail-Modus fahren. Im Trail-Modus mit 70-70. Ja, 70-70. Du bist 100-100 gefahren. Ich bin 100. Ja. Ist immer geil, der Typ. Klingelingeling, 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 klingelingeling. Richtiger Lameboy. Was ist los? Klingelingeling. Hinterherfahren ist so viel einfacher. Guckt euch das an. Am Limit ist er. Marcel am Limit. Klingelingeling. Ja, gar kein Geschöpfer hier, ne? Jo. So fährst du lang? Ei! Alter, ich habe so einen Schlag auf den Motor gekriegt, der ist ausgegangen. Ehrlich? Ja. Was? Unten drunter. Hammer, ist nix. So, wir müssen nochmal hoch und den zweiten Teil vom 16 fahren. Hier. Jo. Ach, das ist, ja, okay, deswegen. Das ist scheiße, hier ist immer so ein Connector-Kacke hier. Connecting-Kacke. Hast du mal?
Kurz Pause. Marcello am Limit, Alter. Richtiger Lameboy. Richtiger Lameboy. Aber der Sattel ist wieder nach vorne gerutscht. Guck mal, vorhin, Anfang der Tour, volle Pulle angezogen. Meiner hält. Alter, guck mal, boah. Ja. Kennt ihr auch die Escolab-Probleme? Verbiegen, verrutschen. Ich glaube schon. Ja. Und das ist der 2.0. Ist der, ne? Neue. Das ist der neue. Schade. Die Sättel sind mega geil, bequem, aber das geht mir richtig um den Sack. Also, der ganze Gestell ist krumm. Ja. Oh. Cello am Limit. Aber Vorfahren ist immer, ich sag ja, der Vorfahren ist immer geiler. Junge. Scheiße. Wo, wenn die Trails gehen? Ich bin dann Meister, Alter. Du, wenn du vorfährst, bin ich auch an dir dran. Das, ja, ist auch vorbei. Ja. Jetzt gleich fährst du voll. Ah, ich bin schlapp, ja, hab ich doch gesagt. Ich geb zu. Guck mal, immer noch volle Akku. Dreiviertel. Ja, krass. Reicht noch. Überleg mal, was wir jetzt alles schon gefilmt haben. Und was ihr alles nicht seht, was wir rausschneiden. Ja. Weil es zu viel wird. Und dieses dumme Gelaber zum Beispiel. Ja, so Gelaber. Aber immer noch voll Akku, beziehungsweise drei Viertel. Und 1700, 1800 mm, ne? 1750 mm. Noch nicht einmal Akku gewechselt. Krass. Krass, echt krass. Meine. Kauft euch keine DJI. N-n. Macht keinen Sinn. Oh, die Scheißkamera. Guck, ich hab GoPro, ihr seht ihr? GoPro. Ist noch nicht rot. Hä? 2000 Höhenmeter. Noch nicht einmal den Akku gewechselt bei dieser scheiß Kamera hier. Richtiger Rotz ist diese Kamera. Viel zu viel Zeit haben wir damit. Ja, scheiße, ehrlich. So, jetzt fahr du vor. Nee, ich bin platt, Alter. Oh. Außer muss ich ein bisschen ärgern. Oh. Nur zeigen, wie lame du bist. Grüßchen. Richtiger Wiesendownhill hier. Voll eingefahren hier. Krass. Ja, wir kennen den noch, da sah der ganz anders aus. Ach, da. Puh. Kann nicht mehr. Der Mitch ist platt. Mitch ist platt. Aber für Marcel reicht es immer noch. Ich den Lameboy an. Klingelingeling. Oh, das ist gefährlich, ne? Krieg ich so einen Hustenanfall? Warum? Hier kommt das, mein ätzendes Stück hier. Aufkämmer. Ja.
Hoppala. Schon wieder. Hä? Genauso scheiße gesprungen wie ich. Und letztes Mal bin ich auch schon so scheiße gesprungen. Das letzte! Letzte Meters! Kann auch nicht mehr. Ich bin platt für heute. Mein Rücken tut weh! Also aufgehen wir Müll hier, ey. Verdammte Scheiße. Oh, aufgehen wir. Oh! Ja. Noch nicht bereit. Doch. Wir sind ja Spinale einmal hochschatteln lassen. So Leute, ein Akku, eine Tour. 2006 Höhenmeter. Mit einem Akku von dieser scheiß Kamera hier. Boah, Wahnsinn. Das ist krass, ey. Nee, niemals. Niemals. So, wir sind fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. 2000 Höhenmeter. 57 Kilometer. Wir sind platt. Kein Bock mehr. Reicht für heute. Reicht. Hat Spaß gemacht. Alles sturzfrei, genau. T-Shirt. T-Shirt-Wetter. Ich brauche keine andere Lösung. Ich kaputt. Der Lorenz ist immer noch da, aber da kommen die Wolken langsam. Finale brauche ich noch eine andere Lösung. Das ist mir jetzt schon zu warm. Sicher ist das zu warm. Finale fahren wir mal ohne alles, außer Ellbogen natürlich. Und jetzt, also. Fahrt immer mit Schutzkleidung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und falls ihr uns nicht abonniert habt, gerne ein Abo. Hadi, macht's gut. Ciao, ciao.